Leute, Serplin hier. Heute möchte ich mal drüber reden, dass anscheinend wirklich Leute drauf stehen, von irgendwelchen random Twitter-E-Girls einfach finanziell ausgenutzt zu werden. Ich wünschte, ich würde mir das gerade ausdenken, ne? Ich wünschte, ich würde einfach gerade irgendwie so einen richtig beschissenen Witz erzählen. Aber nein, es gibt wirklich Leute, die dazu, naja, ihre Dinge tun, die sie tun, als Erwachsene. Nee, die werden geil darauf, irgendwie von irgendwelchen random E-Girls irgendwie dominiert, also finanziell dominiert zu werden und ausgenutzt zu werden, so. Wie weit am Boden musst du sein, um einfach fucking nochmal dich von einer Person nicht irgendwie IRL erniedrigen zu lassen, was schon schlimm genug ist, sondern virtuell. Die spenden da tausende Euro an die, einfach nur weil die es sagen. So, ich meine, ich bin komplett dafür, dass man einfach nur sich das Geld gönnt, so. Ich bin ehrlich, wäre ich in der Position von so einem E-Girl, ich würde das einfach komplett ausnutzen, so sage ich, wie es ist. Aber irgendwie, dass man so erbärmlich sein muss, einfach sich auf dieses Unterste des Unteren herabzugeben und einfach sich komplett finanziell erniedrigen zu lassen. Das raubt mir einfach mittlerweile den Glauben an die Menschheit. Das wirklich sollte so tief sinken, nur um zu jerken. Also, ich weiß auch nicht mehr, was ich an diesem Punkt noch dazu sagen soll. Es ist einfach nur noch traurig, was mit der Menschheit passiert. So, sind wir mal ehrlich. Die Menschheit geht vor die Hunde. Also, ne? Danke fürs Zuhören. Denk dran. Du bist cool, ne, bleib toxisch, deabonniere mich, dislike mich, entbimmel die Glocke und jetzt runter von meinem Rasen, die Hurensohn, ja.